Hey, na! Hallo und herzlich willkommen zu Final Fantasy XI. Wir haben in den letzten paar Parts die wesentliche Story von Chains of Promathia abgeschlossen. Rhapsodies of Vanadir haben wir jetzt soweit, dass wir nach Adolin sollen. Und ich habe schon kurz angekündigt, das steht jetzt auch an. Entsprechend würde ich sagen, machen wir uns direkt auf den Weg. Falls ihr euch daran erinnert, wir haben bereits einmal in Adolin ein bisschen was gemacht. Wir haben dort Zeitquests erledigt, wir haben eine Tour durch die Stadt gemacht. Im Prinzip haben wir da, Moment, ich schaue hier gerade mal in die Questliste unter Completed. Im Prinzip haben wir da doch schon einiges, ne? Aber es gibt noch ein bisschen mehr zu tun. Entsprechend sage ich einfach mal, machen wir uns auf den Weg nach East Adolin. Und zwar, ich glaube, Homepoint 1. Das ist, glaube ich, ein guter Punkt. Das letzte Mal, als wir hier waren, hätten wir das theoretisch gleich mitmachen können. Aber wir waren noch ein bisschen zu schwach, beziehungsweise an einige Orte konnten wir noch gar nicht. Und deswegen habe ich mir jetzt hier so ein paar Sidequests. Es sind ganze 3 Stück. Habe ich mir für jetzt noch aufgehoben. So, hier direkt am Homepoint läuft der Risen Hackles lang. Der gibt uns unser erstes nächstes Sidequest. Und zwar sollen wir in die Waterways. Das heißt, wir können vom Homepoint aus einmal direkt nach Westen laufen und da ist ein Eingang. Und durch die Waterways müssen wir gleich kurz durch mit Sneak und Invis. Und ich glaube, das letzte Mal, als wir hier waren, hatten wir noch keinen Dancer-Subdrop und ähnliches. Deswegen war das da ein bisschen außerhalb unserer Möglichkeiten. Also, zur Sicherheit beschwöre ich einfach mal Valaineral. Aber ich glaube, den brauchen wir gar nicht. Wir sollten hier ohne Kämpfe durchkommen, aber sicher ist sicher. So, hier mal das Sluice Gate öffnen. Durchlaufen und tanzen. So, und wir sind hier ganz im Osten. Und wir wollen einfach dahin. Ja, das ist dieser kurze Weg. Einfach dahin. Das ist nicht weit. Das ist tatsächlich auch ein wichtiger Ort für die Story. Das könnt ihr euch mal merken. Muss man immer mal wieder hin. So, und wir müssen mit der Lady da sprechen. Ich glaube, man muss zweimal mit ihr sprechen. Man soll zweimal mit ihr sprechen. Okay. Okay. Und das war's schon. Jetzt können wir dieses Sidequest abgeben. Aber wir kamen hier halt nicht durch wegen diesen Bats. Deswegen konnten wir das jetzt erst machen. Na, beziehungsweise eigentlich eine ganze Zeit schon lang, ne? Aber das ist jetzt die beste Gelegenheit. So, ich weiß gar nicht, ob wir uns Zutritt zur Bibliothek verschafft hatten. Ich schaue gerade nochmal in die Quests rein, ob wir das gemacht hatten. Kann sein, dass das Order Up war. Ja, das sieht gut aus. Okay, das sieht gut aus. So, Risen Hackles hier, einmal abgeben. Jetzt weiter südlich von hier aus, nahe der Statue der Göttin. Da haben wir eine Yossil, die steht hier rum.
Hört uns natürlich an, was sie zu sagen hat. Und sie hätte gerne 2 Elshimo Coconuts. Und ja, an die kommen wir auch erst jetzt dran. Das ist denkbar einfach, die zu bekommen, aber wir hatten damals auch noch nicht den Zugang. Sag ich mal. Deswegen konnten wir das nicht direkt machen, als wir diese Stadttour gemacht haben. Wir können den Homepoint hier jetzt nehmen. Und zwar einfach nach Kazam. Das ist unter Elshimolo Kazam. Okay, hier halten wir uns einmal nordwestlich, nein, nicht auslangen. Karte öffnen. Aber nordwestlich, wir wollen zu dem Airship-Dock. Wir wollen nicht mit dem Airship fliegen, keine Sorge. Also wir müssen doch kein Zutritt bezahlen. Kein Ticket kaufen. Wir wollen einfach ganz in den Nordwesten von den Docks. Da kann man noch am Pier entlang laufen. So, und von hier aus kann man bei der Gemi, die hier steht, einkaufen. Und die verkauft zufälligerweise diese Elshimo Coconuts. Und 2 Stück sollten wir davon besorgen. So. Dann bringen wir die zurück. Aber mal so ein paar einfache Fetch-Quests, ne? Die Welt ist gerettet, jetzt müssen wir Kokosnüsse kaufen. Die wichtigen Dinge. Das Leben geht weiter und so. Gut, also nach Adolin, East Adolin. Und dann suchen wir die Dame nochmal auf. Ich glaube, da lohnt sich auch nicht irgendwie einen Waypoint hinzunehmen, oder? Ich meine, da ist zwar direkt einer, aber naja. Gut. Geben wir ihr die beiden Coconuts. Und dann ist er happy. So, jetzt können wir aber diesen Waypoint hier benutzen. Und zwar nach Ost-Adolin. Der Hillock. Es wird Dreht Hillock. Da wollen wir mal hin. Und zwar ein bisschen südöstlich von hier, ein Stück hoch, ist diese Tür. Nicht der Melwort, sondern die Tür. Und da bekommen wir auch noch ein Sidequest. So, wir sollen einen Klumpen Jasehumus besorgen. Und dafür müssen wir tatsächlich ein paar Gegner besiegen. Aber auf unserem Level sollte das kein Problem sein. Wir können jetzt einmal nach Yase Hunting Grounds zur Frontier Station. Ich
Ich meine, wir könnten uns auch hier an die Docks porten und dann wieder mit dem Schiff rüber. Aber meine Güte. Das ist doch alles gut machbar so. Gut, und mein Vorschlag ist, dass wir jetzt an dieser Stelle unsere Trust beschwören. Inklusive unserer Liebe. Wir haben Romamigo. Nanamigo. Die müssen sich sogar kennen. Kann sein, dass sie auch im Chat aufeinander reagieren. Tun sie tatsächlich. Mutter und Tochter und so, eigentlich. Leon 2 nehme ich auch nochmal mit. Und ich denke, das passt. Und dann können wir hier bei dem Camp aus einfach nach Südwesten laufen. Ich glaube, hier sind auch direkt genau die Pine Torum. Das ist auch ein Umbrell. Wir müssen aufpassen. Nachts kommen die Umbrells nur hervor. Das sind Untote. Genau. Und die droppen unseren Jase-Humus. Ah, da ist er. Okay, wunderbar. Genau, waren die hier noch fertig? Ah, da droppen mehr. Vielleicht war es einfach der falsche Ort. Ich hatte mein Glück jetzt hier oben. Direkt nördlich von der Frontier Station. Aber die Pine Torum oder Pinatorum, keine Ahnung. Die gibt es ja eigentlich reichlich. Mindestens 3 Camps. Und ja, mit dem Teil geht es jetzt einmal zurück in die Stadt. Das traden wir zu der Tür, wo wir gerade herkommen. Erreicht aber. Okay, wir sollen einmal in die Radar Waterways zu irgendwelchen Pflanzen, die da angebaut werden. Wo könnte das wohl sein? Wir nach West-Adolin zu unserem Rent-A-Room. Was ist am nächsten dran? Und hier laufen wir einfach Richtung Südosten. Die Treppen runter. Einmal hier rein. Erinnert euch, hier werden die
die ganzen, ja, die Pflanzen hier angebaut. Dementsprechend ist das der richtige Ort für uns. Und ganz im Nordwesten, wenn ich mich nicht irre. Haben wir die richtigen Pflanzen, die wir brauchen. Nämlich mit Bulky Leaves und einer Fruit Covered in Hard Shell. Jo, Bulky und Hard Shell. Passt doch. Jo, aus den Pflanzen kommen wir Monster raus, beziehungsweise die werden zu Monstern. Cool. Aufregende Sache. Okay, wir sollen ja noch mal was bringen. Unserer lieben Forscherin. Eine Tiny Seed. Mit der müssen wir dann nochmal zu ihr zurück. Ach ja, dieser Weg ist schon viel zu weit irgendwie. Ist jemand Poyo-Fan irgendwie? Hillock. Wir klicken nochmal die Tür an. Dann haben wir diese Sidequest auch fertig. Jutti. Ja, dann haben wir uns eigentlich relativ gut vorbereitet, würde ich mal sagen. Wir können jetzt noch nach Westerdolen ans Auktionshaus nochmal schauen. Bezüglich der... Na, sag schon. Der Tritherum Scales und der Dammel Leathers. Falls ihr davon noch was braucht. Wir suchen sie mal noch, ne? Na komm, lade. So. Okay, unter Materials und Leathercraft war, wie gesagt, hier relativ weit oben das Dammel Leather. Da brauchen wir 3 Stück von. Und Alchemie 1 war das, glaube ich. Unter T. Tritherum Scale. Immer noch keine verfügbar. Das ist nicht so gut. 24.08. war zuletzt was verkauft davon. Oh je. Okay, ich hoffe, ihr habt mehr Glück. Ich stelle mich schon darauf ein, dass wir hier craften müssen. Aber okay. Das muss, das muss. Außerdem. Ich glaube, wir haben irgendwo. Pickaxes.
Genau. Wir haben Pickaxes. Wir brauchen auch Pickaxes. Also wir müssen einmal was mit einer Pickaxe abbauen. Falls ihr aber noch Bedarf haben solltet, welche zu kaufen, hier vorne die Tevigogo am Ausgang. Die verkauft diese Dinger auch. Da wisst ihr Bescheid. Da kriegt ihr noch welche. Ja, ansonsten sind wir gut aufgestellt. Ja. Hatten wir das eine Sidequest da schon fertig? Ja, mal gucken. Haben wir nicht. Das ist in Ordnung. Ah. Okay, dann würde ich sagen, soll das für diesen Part reichen. Ja, genau. Also das waren jetzt noch so ein paar Sidequests, die wir noch offen hatten hier in Adolin. Und im nächsten Part geht es dann damit los, dass wir die Wildnis draußen erkunden und uns Survival Skills besorgen und da auf den Wegen noch das ein oder andere Sidequest erledigen werden. Ja, das, wofür wir die Tritherum Scale brauchen, das ist auch eins der Sidequests, die es da draußen gibt, das wir auch unbedingt leider machen müssen, das werden wir auf so spät wie möglich verschieben, damit wir natürlich noch die Möglichkeit haben, nochmal im Auktionshaus zu schauen. Ansonsten wird es wohl tatsächlich ein Part geben, wie man denn Crafting levelt. Alchemie, um genau zu sein. Gut. Aber in dem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da, wie üblich. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Bye, bye.